Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorium. Und ich gestehe es ein, ich konnte es nicht lassen. Ich habe etwas weitergespielt, weil ich dachte mir, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier mehr grüne Chips rausbekommen, mehr rote Chips. Und das kann ein langwieriger Prozess sein, wenn wir hier drauf warten, bis wir genügend Module zusammen haben. Wie ihr seht, hier oben habe ich nur mit Geschwindigkeitsmodulen in den Maschinen selbst gearbeitet. Und hier unten die Beacons hier dazwischen. Und dann können wir hier die Produktivitätsmodule reinpacken. Wir sehen auf diesem Band hier, wesentlich besser belegt als das obere. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir hier zu wenig Kupfer haben. Und genau das ist der nächste Flaschenhals. Wir bekommen zum einen, habe ich hier die ganzen Bänder hier abgegradet. Wichtig ist, dass man zuerst die einen, die schnelleren Bänder upgradet, also die roten auf blau und dann die gelben auf rot. Weil unser Problem hier war, dass durch das, dass wir hier unten Geschwindigkeitsmodule drin hatten, kam kein Erz mehr bis hier oben durch. Und wie ihr seht, haben wir sowieso zu wenig Erz. Anlegen. Es kommt da zwar schon wieder, aber der Punkt ist, dieser Zug ist leer, aber er kann noch nicht zum anderen Bahnhof fahren, weil da noch ein Zug steht, der beladen wird. Drum habe ich mir gedacht, wir haben hier auch noch ein Kupferfeld. Wir kopieren doch einfach mal dieses Setup hier. Machen es hier rüber. Und dann brauchen wir im Prinzip sowas. Ja, verbinden. Und dann, ah ja, und ich habe auch meine persönliche Logistik hier mal eingestellt, aber noch nicht aktiviert. Das heißt, sobald wir hier dann in das in den Bereich des Logistiknetzwerks reinkommen, sollten wir beliefert werden. Und was ich habe noch nicht überall die roten Kisten hingepackt. Das heißt, wir bekommen noch nicht alles. Und ich habe auch nicht alles angefordert, was wir brauchen könnten. Aber da kommen sie geflogen. Und das gibt sogar ein Achievement. Wegen dem ganzen Upgrade habe ich ein bisschen zu viele gelbe Bänder hier in der Tasche. Wir können die aber einfach hier reinlegen.
dann suchen wir uns mal unseren fahrbaren Untersatz und schauen, dass wir da das nächste Kupferfeld an unsere Bahnlinie anschließen können. Jupp, da helfen die Roboter auch. Hier hinter unserem Eisenfeld. Mit Radarstation. Es fehlt uns Masten. Hier die Zuglinie vervollständigen und dann hier das Kupferfeld mit Förderern voll klatschen. Machen wir hier unten weiter. Waren zu wenige. Und hier bekommen wir ungleichmäßig viel von den verschiedenen Reihen raus. Heißt, wir sollten hier dann wahrscheinlich einen Balancer platzieren. So. So. Wahrscheinlich haben wir hier mehr als vier Linien, die reingehen. Schauen wir mal, dass wir zumindest das, was wir bisher angeschlossen haben, auch an den Strom bringen, dass da auch etwas rausschaut. Ja, und eine Linie, die kommt von hier rein.
erhoben. So. 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 Nun sollte zumindest der Zug beladen werden. Ist noch nicht unser unmittelbares Kupferproblem löst. Auch mehr Förderer. Die bekommen wir hier hinten. Sich sollten reichen. Zurück, ein paar Strommasten umfahren, damit die Robis auch dauerhaft beschäftigt sind. Ja, vielleicht nicht auf dem Gleis parkieren. Okay. Machen wir hier noch fertig. Brauchen wir nicht. Was? Schon wieder alle? Okay, dann versuchen wir es zuerst mal mit Strom. Passt. So. Brauchen wir. Hier noch ein Band. Und Förderbänder alle. Wenn ich denke, dass ich den mit hier ranschließe, dann haben wir eine gleichmäßigere Verteilung und das sollte uns dann auch helfen, letztendlich mehr oder das Kupfer gleichmäßig in die Kisten zu packen, von denen dann die Waggons beladen werden. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden auch die Waggons schneller beladen. So. Haben nicht gereicht. Noch ein paar hiervon. Und dann bin ich wieder weg, bevor mich die Robis beliefern können. Sie sind noch nicht allzu schnell, aber wir haben noch ein paar Forschungen vor uns, mit denen wir die Geschwindigkeit verbessern können.
Okay, da noch ein Signal. Okay, dieser Zug ist auch schon das erste Mal unterwegs. Dann hier. Unten brauchen wir auch noch ein paar Förder. Das ganze Feld abdecken können. Echt so. Dadurch sollen wir nun etwas mehr Kupfererz und dadurch eine konstante Kupferproduktion sehen. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Okay. Sieht so aus, als ob die Bänder hier unten voll sind. Wichtig ist, dass wir hier ein volles Band reinbekommen. Denn wahrscheinlich bis hier hinten, wenn wir alles mit Speed-Modulen ausgestattet haben, wird nicht mehr allzu viel Kupfer auf dem Band übrig bleiben. Aber dann können wir mal nach oben gehen und schauen, was wir in der Zwischenzeit an Modulen bereit haben. Nichts, weil mir alles geliefert wurde. Gut, 7 Geschwindigkeitsmodule, die packen wir bei den roten Schaltkreisen rein. Hier das erste Modul, das ist bereits vollständig mit Modulen versehen. Beim zweiten fehlt uns hier noch ein Modul und wenn wir hier auf die Produktion schauen, im Minutentakt sehen wir das nicht so gut, aber wenn wir hier 10 Minuten sehen, dann sehen wir, wir haben immer diese Wellen. Aber hier haben wir einen konstanten Anstieg. Hier bei den Grünen, diese Drops, da hatten wir immer zu wenig Kupfer. Ich frage mich, warum wir jetzt immer noch diese Drops haben. Das ist kein Loch mehr, sondern es geht einfach ein bisschen zurück.
Aber so wie es ausschaut, arbeiten alle Maschinen bis ganz hinten. Und hier, dieses Band sieht auch voller aus, als wir es schon hatten. Hier ist diese Kiste auch bald voll. Nun staut sich hier sogar was. Von den blauen produzieren wir zu wenig, weil wir zu wenig von den grünen da reinbekommen. Machen wir das doch so. Bevorzugter Ausgang rechts. Das hier. Hier. Okay. Dann schaffen wir es vielleicht, diese vier Maschinen hier zu bedienen. Heißt aber auch, dass wir dann wieder mehr von den roten verbrauchen. Aber wenn hier mehr blaue durchkommen, können wir mehr Module produzieren. Wenn wir mehr Module produzieren, können wir mehr Module in die Fabriken reinpacken. Oder in die Beacons. Und dadurch noch mehr rausbekommen. Okay. Das zweite Set ist vollständig. Das heißt, das sollten ja bald bessere Zahlen haben. Und wahrscheinlich haben wir hier, Forschung ist alle. In der Zwischenzeit habe ich nur so die übliche Forschung hier weggeforscht, nicht die wirklich interessante hier. Ja, machen wir doch mal mit der weiter. Und aussieht. Hier könnten wir ein paar Module brauchen, damit wir hier hinten ein volles Band rausbekommen. Aber dafür müssen wir zuerst upgraden. Und wie eingangs erwähnt, zuerst die roten auf blau. Denn wenn man alles aufs Mal macht, dann haben wir die ursprünglichen roten und die gelben, die auf rot abgedatet werden. Und die verbinden sich dann und dann haben wir plötzlich Erz und geschmolzenes Zeug auf derselben Linie. Und dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir hier unten das Erz auf Rot einliefern. Und das könnte dazu führen, dass wir dann Eisen ins selbe Problem laufen wie das, was wir bei Kupfer gesehen haben.
Aber ich denke, das ist ein Problem für nächstes Mal. Auf Blau müssen wir nicht upgraden, aber wir brauchen natürlich hier unten überall Rot. Und die Förderbänder werden mir nicht reichen. Also ich mache das fertig und dann werden wir sehen, wo wir stehen in der nächsten Episode. Also, bis dann und tschüss.